Romanshorn auf der Schweizer Seite des Bodensees. Dort wurde vor fast 30 Jahren von einem unzufriedenen Lehrer eine neue Schule gegründet, das Haus des Lernens. Inzwischen gibt es 18 dieser Schulen, sie sind im Besitz der Lehrer. Wir besuchen zunächst die Primaria für Kinder von 4 bis 12. Und die Zukunft! Mit jedem Zentimeter geht ihr 1 Million Jahr weiter. Und dann, wenn er hinten ankommt, dann haben wir 5 Milliarden Jahre, sind wir dann durchlaufen. Der Altersunterschied bekommt dem Zusammenleben und dem Lernen der Kinder. Guck mal hier. Ein Hummer. Cindy, guck, das ist ein Fisch. Da hat er seine Flossen. Siehst du das? Das sind seine Augen und das ist ein Fisch. In der Primaria gilt es als Vorteil, verschieden zu sein. Dass jeder anders lernt, ist kein Nachteil. Das macht Menschen füreinander interessant. Die Gruppe der Jüngsten. Powder. Chocolate powder. Die Älteren sind im Lernatelier. Besucher staunen über den Ernst und die Gewissenhaftigkeit beim Lernen. Alle machen etwas anders. Sie wollen nicht alle zur selben Zeit dasselbe. Und sie wollen auch nicht alle zur selben Zeit das machen, was ich jetzt richtig fände. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem der Geschichte. Kinder wollen immer, aber sie wollen nicht immer dasselbe wie die Erwachsenen. Die Primaria ist kürzlich nach St. Gallen in neue Räume umgezogen. Vier Schlauch zieh dich oben an. Ein komplexes Lernstudio braucht Platz, um Experimente, Denken, praktisches Handeln und Austausch zu verbinden. Die Gebrüder Montgolfier, die haben das auch erfahren. Sie haben nämlich einen Papiersack ins Feuer gelegt. Der Papiersack, der hatte Luft drin. Die Luft, die hat sich erwärmt. Und dann ist der Sack in die Höhe gestiegen. Diese Kugel, die hat einen Durchmesser von 46 Fuß. Das sind ein bisschen mehr als 12 Meter Durchmesser. Komm, wir messen mal schnell 12 Meter. Ist 12 Meter. Die Primaria will das Lernen nicht der Belehrung unterordnen. Sie will die Praxis nicht der Theorie unterstellen. Das würde die Lust am Lernen und am Handeln verleiden. In den Häusern des Lernens wird Theorie ein Teil der Praxis. Praxis bringt Überraschung und nimmt Umwege. Sie macht Mühe und Lust. Sie ist allerdings nicht wie eine Lektion beherrschbar. Deshalb ist sie auch nicht langweilig. Und am Ende steht ein Produkt. Begonnen wurde diese Art Schule zu machen hier. Das erste Haus des Lernens in Romanshorn. Lehrer nennt man Lernbegleiter, die Schüler heißen Lernpartner. Peter Fraton ist der Gründer. Das ist eine ganz vielleicht banale Geschichte, aber das gab damals damals war es ein Schüler an der staatlichen Schule. Der Röbi, der ist nach Ende der Schulzeit, also war 3 Jahre bei mir, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Herr Fraton, das kann es doch nicht gewesen sein. Und da habe ich ihm gefragt, also was meinst du? Und er hat gesagt, jetzt sei er 9 Jahre hier gewesen und eigentlich wisse er gar nicht, was er da gemacht habe. Und dann hat mich das so betroffen gemacht, weil ich mich sofort erkannt habe. Ich war so in diesem Schema drin, also ich wusste, was zu machen war, ich wusste meinen Stundenplan. Ich habe mir diese Frage, also das kann es doch nicht gewesen sein, oder was wäre denn, wenn es etwas anderes wäre, die habe ich mir dann gar nicht gestellt, weil ich so im Alltag drin war.
Gestalteter Raum ist zumindest ebenso wichtig wie die Definition von Lernzielen, die es natürlich auch gibt. Adjektive richten sich nach Numerus und Genus. Das ist der Kernsatz. Beau, belle. Bon, bon, comme ça. Bonne, très bien. Der Raum ist der dritte Pädagoge. Die Umgebung soll einladen und herausfordern. So wird die Choreografie des Lernens verändert. Umbau des Raums und der Zeit. Also vormittags sind für uns so die klassischen, wie wir sagen, Pflichtfächer. Mathematik, Geometrie, Französisch. Und da ist ein relativ strikter Regelstundenplan. Das heißt, die haben abwechslungsweise Inputs, also kurze Faszinationsphasen und nachher Lernatelier, wo sie für sich alleine den Stoff wie nacharbeiten. Der Nachmittag, das steht mehr so für die Bildung generell, gestalterische Teilbereiche, unternehmerische Aspekte, Projekte. Wir nennen das Kreativas. Im Haus des Lernens haben auch die Dinge etwas zu erzählen. Sie laden ein. Sie machen Hunger auf die Welt und Vorfreude auf einen selbst. Das Wichtigste ist, ich würde es mal so sagen, dass die Kunst die Wunden heilt, die der Verstand schlägt. Mama, parallel, ausstreit, vor, plie, plie. Wohin mit der Energie? In welche Bahnen wird Energie kultiviert? Wie schafft Selbstorganisation Eleganz, Ökonomie und Schönheit? Die können enorm viel, wenn man ihnen viel zutraut. Gehört für uns zum Beispiel auch dazu, dass sie einen Schlüssel bekommen. Kommen in der ersten Woche einen Schlüssel und können von morgens 6 bis abends 10 hier hinein. Und ich habe in den 13 Jahren, wo ich das jetzt mache, wurde ich einmal enttäuscht. Viele Arten zu lernen und zu lehren haben Platz. Die Jugendlichen und die Erwachsenen nehmen sich die Freiheit dazu. Das ist eine lernende Organisation. Natascha, Platin, das war schlicht perfekt. Du bekommst eine 6. Eine Schweizer 6 ist anderswo eine 1. Hast du über H2O referiert? Eine 5,5. Olivia, Natriumchlorid, eine 5. Tatjana, Wasserstoff, eine 5,5. Angelina, Neon, sehr ausführlich, wieder eine 6. Diese Schulen im Besitz der Lehrer verbieten sich das Jammern und erlauben sich, ihre Probleme selbst zu lösen. Auch eine Berufsschule, die keine Berufsschule ist, haben sie erfunden. Die AG Neue Medien für Internet, Grafik und Computer in Romanshorn. Die Idee ist, dass wir mit den Jugendlichen zusammen diese Firma führen. Wir haben etwa 140 Mitarbeitende und ein Durchschnittsalter von etwa 19 Jahren und machen mit diesen Leuten etwa 2 Millionen Umsatz. Eine Schule, eine Firma, eine Akademie der begeisterten Autodidakten? Mindestens die Hälfte des Gelernten haben diese Jugendlichen von anderen Jugendlichen. Sie sollen Produkte herstellen und sie dürfen Fehler machen. Beides. Die Mischung ist es. Das schafft eine ganz besondere Atmosphäre. Wenn Leute Angst hätten, Fehler zu machen hier, dann würde das Ganze nicht funktionieren. Das ist die absolut größte Lernquelle und deshalb eben auch diese Stimmung, die wichtig ist. Wenn man Angst hat, Fehler zu machen, dann kann man nicht lernen. Das ist tatsächlich eine neue Welt. Schule, Betrieb, Akademie, Uni und Selbstlernzentrum. Auch ein Atelier oder ein Jugendzentrum. Und wahrscheinlich sieht es in 2 Jahren schon wieder anders aus. Einfach nachmachen kann man die AG Neue Medien nicht, aber sich von ihr anstecken lassen, das könnte man.